Wir haben ein extrem cooles Bild für euch. Ein Bild, das uns Aufschluss gibt. Aufschluss darüber, was sein könnte. Ein Leak, der uns von einem Zuschauer zugeschickt wurde, oder doch nicht? Zuallererst eine Warnung. Das hier ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Und wir wissen auch nicht, wie wahr die ganze Angelegenheit ist. Unsere Einschätzung mit heftigen Bedenken dazu folgt am Ende, also bleibt dran. Doch wir finden das extrem interessant und genau darum wollen wir euch das Bild zeigen. Auf diesem Bild zu sehen ist ein Kamerateam. Ein Team, das vermutlich eine der neuen Serien auf Band bringen soll. Und zwar sehen wir hier zwei prominente Charaktere. Einerseits Ahsoka Tano. Wir erkennen das Outfit und den guten alten Maul. Dieser Maul erinnert uns schon sehr an das Auftreten, das er zuletzt in Solo A Star Wars Story hinlegte. Er sieht sehr ausgelaugt und final aus. Wir sind uns jedoch nicht sicher, wo wir das Bild verorten sollen. Es ist wirklich spannend und wir sind gespannt, was es damit auf sich hat. Wir beide haben uns natürlich diese Frage gestellt und haben dazu auch ein paar Vermutungen. Es könnte sich dabei natürlich um die Ahsoka-Serie handeln. Diese soll wohl auch so langsam in ihrem Produktionsprozess beginnen. Das wäre natürlich eine sehr interessante Angelegenheit. Wir wissen, Ahsoka ist schon in der zweiten Staffel von Mandalorian auf der Suche nach ihrem großen Gegenspieler, Großadmiral Thrawn. Funktioniert aber nicht. Wieso, fragt ihr euch? Das Ganze findet in der Zeit nach Episode 6 statt. Zu diesem Zeitpunkt ist Maul schon längst verschieden. Diese Vermutung geht also nicht auf, denn die Ahsoka-Serie wird in der Zeit nach Episode 6 fixiert sein. Höchstens durch einen Zeitsprung in die Vergangenheit ist diese Realisierung möglich, aber extrem unwahrscheinlich und das ist auch gut so. Es kann also nicht die Ahsoka-Serie sein und außerdem schon wieder ein Wüstenplanet? Gerade Ahsoka in ihrer Serie auf der Suche nach dem Großadmiral, der von den Purgles in die unendlichen Weiten gezogen wurde. Da wünschen wir uns schon etwas mehr. Insofern bleibt nur noch eine Option möglich. Wenn euch solche Themen auch so interessieren wie uns und ihr unsere Kenobi-Show nicht verpassen wollt, dann lasst uns ein Abo da. Euch kostet es nichts und es motiviert uns jeden Tag aufs Neue, diese Videos für euch zu produzieren. Vielen Dank, Freunde. Maul steht in enger Verbindung zu Kenobi. Diese Szene, sofern sie echt ist und unsere Zweifel dazu werdet ihr gleich hören, könnte ein Teil der Kenobi-Serie sein. Ein Hinweis darauf, dass Tano und Maul in der Serie sein werden? Schon wieder eine Geschichte um Maul. Schwierig, denn Maul ist lediglich auf der Suche nach Kenobi. Er weiß nicht, wo er sich befindet. Das bedeutet, der Planet kann nicht Tatooine sein. Eventuell einer der anderen zahlreich vorhandenen Wüstenplaneten. Doch auch hier trifft er nicht auf Kenobi. Vielleicht ist Ahsoka Grund dafür, ihn von seiner Spur abzubringen, ihn noch mehr vergessen zu lassen und damit in den Untergrund auf Moraband, so wie wir es in Rebels sehen, zu stürzen. Wir merken schon, die ganze Angelegenheit birgt viel Potenzial für Spekulation. Man könnte denken, Maul könnte unter Umständen ein Teil der Kenobi-Serie werden. Wir wissen, seine Geschichte um Episode 3 und Solo herum ist nie abgeschlossen gewesen und Solo spielt unmittelbar zur Zeit von Kenobi. Es könnte also auch von der Optik Mauls gut in die Timeline Kenobis passen und damit ein Crossing-Over zum Film geben. Wir wissen nicht so recht. Wir wissen nicht so recht, was wir von dieser Angelegenheit halten sollen. Da ist was faul. Wir zweifeln die Echtheit dieses wirklich guten Bildes an. Wir sagten zu Beginn, es könnte ein Teil aus Kenobi sein, aber definitiv nicht aus der Serie, die wir am 27. Mai zu Gesicht bekommen werden. Es wird sich dabei um eine sehr gelungene Fankreation handeln. Ein Fanfilm mit Fankostümen. Es fehlen Teile aus Ahsokas Kostüm. Die Beine von Maul sind nicht korrekt. Guckt euch bitte mal die Kameras an. Da haben wir ja schon fast bessere. Für einen Fanfilm ein gelungenes Setup. Doch sind wir sicher, dass Disney auf ein größeres Kaliber setzen würde und wird. Unser Wunsch ist ohnehin, dass sich die Kenobi-Serie auf die Beziehung zwischen Vader und Kenobi selbst fokussiert. Wie es der Trailer bereits andeutete. Auf das Leid, das Kenobi mit Anakin ertragen musste. Für die Entwicklung des Charakters Obi-Wan Kenobi ist auch Maul eine Schlüsselfigur. Nur durch ihn ist Kenobi zu dem geworden, wie wir ihn heute kennen. So zum Beispiel ist Satins Tod von unmittelbarer Wichtigkeit, wie wir es in unseren vergangenen Videos belichtet haben. Trotzdem ist in der Kenobi-Serie kein Platz für einen Maul. Nicht nur die bereits geleakten Informationen um Dave und dem ursprünglichen Plan zur Serie zeigen uns, warum Darth Vader hier viel besser reinpasst. Mauls Geschichte ist dahingehend sogar komplett behandelt. Wir wissen, er wird durch Obi-Wans Hand zu Fall gebracht. Ein Aufeinandertreffen zwischen Ahsoka und Kenobi wäre dafür aber umso spannender. Wie viel sich
sich die beiden einander zu erzählen hätten. Sie haben ein Aufeinandertreffen miteinander verdient und so könnte Ahsoka auch wirklich erfahren, wie genau all das mit ihrem Meister passieren konnte. Und wer besser als Meister Kenobi könnte ihr das erklären? Der unaufhaltsame technologische Fortschritt und die schier unendliche Fanliebe führen dazu, dass tatsächliche Realität und Fanart-Fiction immer näher zusammenrücken. Doch für diesen Fall sind wir absolut überzeugt. Das hier ist eine Fanfiction. So oder so lässt auch dieses Bild die Vorfreude auf die Zukunft steigen. Doch was ist eure Meinung dazu? Schreibt's in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Eure 212.